So, jetzt sind wir da und ich muss wirklich sagen, ich bin zutiefst dankbar, dass ich sowas erleben kann. Das ist eine der tollsten Sachen, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich kann auch gar nicht glauben, dass wir hier sind. Hier, das ist Soneva Fushi auf den Malediven. Dort wurden wir beide nämlich eingeladen. Und nicht nur das, wir wurden mit dem Kochsalon eingeladen. Ich soll hier nämlich kochen, mit zwei Köchen. Wir wurden nicht eingeladen, sondern die Martina wurde eingeladen. Und man durfte den Ehemann mitnehmen. Also ich bin wirklich dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Damenprogramm hier, ja, während ich arbeite. Und genau, du hilfst mir auch ein bisschen. Ja? Genau, du kochst mit zwei Köchen. Du kochst mit einem einheimischen Koch, ja, genau, und kochst mit einem weltberühmten Koch. Genau. Tim Raue. Genau, Tim Raue ist hier. Und der hat gerade bekommen 19,5 Punkte vom Gumio in Deutschland. Von unseren Kollegen. Absolute Höchstwertung, haben wir noch nie vergeben. Und er ist schon sehr avantgarde. Also Tim Raue, da sind wir schon wirklich ganz, ganz oben angekommen. Ich habe ein bisschen Angst, mit ihm zu kochen, weil ich weiß nicht, ob er mitkommt. Ah, das schaffst du. Schaffst du sicher. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, wir sollten schon langsam los. Der Tim Raue wartet auf uns. Wir leider nicht. Ich habe ein bisschen was zu tun. Ehrlich gesagt, sehr viel. Was? Ich bin ein bisschen im Stress. Also, Kadi, wolltest du mir helfen? Alles Liebe. Tim, du bist ja einer der besten Köche Deutschlands. Du bist gerade mit 19,5 Punkten vom Gumio ausgezeichnet worden. Absolute Höchstnote. Gratuliere dazu mal. Dankeschön. Wie kommst du jetzt auf die Malediven, um hier zu kochen? Man hat natürlich das unglaubliche Glück heutzutage, dass überall auf der Welt Hotels entstehen, die aber gar nicht so viele eigene Spitzenköche haben können, dass sie in der Saison sich tatsächlich Leute ranholen, die das dann machen. Und es ist natürlich so eine schöne Mischung aus Urlaub und im Paradies. Arbeiten. Das heißt, bist du der Einzige, den sie geholt haben oder kommen da auch andere Köche? Na, also im Soneva Fushi haben sie tatsächlich über 30 Haubenköche über die gesamte Saison eingeladen, also sprich von November bis Mai. Und ich bin halt nur einer davon, der hier aber zwei Wochen lang tatsächlich sich häuslich einrichtet und ich nenne das hier auch mein Pop-Up-Restaurant. Ach herrlich, ein Pop-Up auf den Malediven, wer hat das schon? Und das ist ja natürlich, du kochst eine Art von Küche, die der Küche hier, glaube ich, sehr entspricht. Ich glaube, das ist genau das, was Soneva will. Es ist leicht, es ist frisch, du kochst sehr japanisch. Ja, na, vor allen Dingen versuche ich mit dem, was ich mache, darauf Rücksicht zu nehmen, was der Körper wirklich braucht. Also das heißt, wir nehmen ja heute viele Lebensmittel zu uns, die wir nicht brauchen. Laktose, Gluten, das sind alles Dinge, die den Körper eher behindern, als dass sie ihn vorwärts bringen. Und mein chinesischer Ansatz des Kochens ist, dass alles, was ich den Menschen zubereite, was ich ihnen gebe, soll ihnen Kraft und Energie spenden. Mhm. Und Soneva hat grundsätzlich ja die Idee, dass du hierher kommst, um runterzukommen, um was für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele zu tun. Das heißt, es ist aber auch eine Art zu kochen, die du in deinen Restaurants, vor allem in deinem Flagship in Berlin, definitiv betreibst, nicht nur hier auf den Malediven. Nein, aber ich habe genau diese Küche mitgebracht, schon mit dem Anspruch, das Bestmögliche hier zu realisieren. Das heißt, du bist nicht nur mit deinem Messerköfferchen im Gepäck hergeflogen, hast ein bisschen mehr mitgebracht? Genau, ich habe zugesehen, dass ich schnell am Zoll vorbeigekommen bin und hatte dann tatsächlich, wie wir das so schön in der Küche sagen, Mise en place dabei, also ein bisschen Vorbereitungsarbeit. Wie viel Kilo hast du mitgeschleppt? 82. Und ich bin froh, dass ich dich heute hier treffe und nicht im Gefängnis besuchen darf. Wir zwei gehen jetzt aber kochen. Ja. Was machen wir? Wir versuchen, was Simples zu machen, weil bei dir ist es ja immer so, dass du tatsächlich den Menschen, die dir zuschauen, versuchst, etwas mitzugeben. Meine Küche ist natürlich schon relativ komplex, das sieht immer einfach aus, bedarf vieler Arbeitsschritte und wir werden einen gedämpften Fisch heute machen. Sehr gut, mit einem Salat von grünen, unreifen Mangos und einer Sake Beurre Blanc, also Japan, Thailand und die Malediven auf einem Teller feiern. Das finde ich herrlich. Sag einmal, du bist ja ein Kind aus Kreuzberg. Wie kommst du auf diese asiatische Küche? Wo hat es dich da so erwischt? Anfang der 2000er war ich weltweiter Küchendirektor für eine asiatische Hotel-Company und die haben mich rübergeschickt, um noch mehr Geld, noch mehr Profit zu machen. Ich habe aber die asiatischen Küchen dort kennengelernt und habe mich sofort in die Aromenwelt der Thais verliebt, in den Produktperfektionismus der Japaner und habe festgestellt, dass die Kantonesen eine 2000 Jahre alte Küchenhistorie haben, die
tatsächlich im Endeffekt das, was uns die Franzosen so als das Moderne und Zeitgemäße verkaufen wollen, damals schon gelebt haben. Und das habe ich dann 2006, wo ich im Gourmet-Koch des Jahres geworden bin und der Herausgeber zu mir meinte, du mein Freund, das ist für dich erst der Anfang, habe ich meine Küche in diese Richtung gewechselt. Vorher habe ich auch so einen europäischen Wischwasch gekocht und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt dafür schon so toll bewertet werde mit 3 Hauben und so viel Anerkennung bekomme, und Wahnsinn, dann möchte ich ab morgen das machen, was von Herzen kommt, was ich mit all meiner Liebe und Leidenschaft mache. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass es noch besser geworden ist. Jetzt sind wir hier. Das ist das Restaurant Out of the Blue. Hier im Out of the Blue-Komplex gibt es eine Wasserrutsche. Da sollte man mit vollem Bauch nicht drunter gehen. Dann gibt es einen Teppanyaki-Chef, einen japanischen. Es gibt einen japanischen Haubenkoch, der hier Sushi zelebriert und gerade mal 6 Sitzplätze hat. Es gibt eine Thai-Chefin, die fantastisch kocht. Und es gibt halt das Once Upon a Table, wo über 30 Haubenköche jetzt in 6 Monaten als Gastköche hier sein werden, um die Gäste von Soneva Fushi zu erfreuen. Da gehen wir jetzt hin. Müssen wir noch was ernten im Garten oder hast du schon alles geholt? Nee, also in den Garten sollten wir auf jeden Fall gehen. Da sollten wir aber auch gut eingesprüht sein, weil der Garten gehört den Moskitos und den Gärtnern. Ja, Tim, wo bist du denn? Auch auf den Malediven beginnt es damit, die Produkte zu holen. Und hier geht es gleich darum, natürlich Fisch zu kochen, also zu angeln. Ich habe dich überall gesucht, war schon in der Küche drin, kein Tim da. Aber die Köche heutzutage sind natürlich extrem bedacht auf ihre Produkte. Ja. Jetzt haben wir schon gemeinsam Gemüse geerntet, jetzt muss ich auch noch einen Fisch fangen. Ich hoffe, dass ich ihn fange tatsächlich, wobei es nicht mein bestes Ding ist. Angeln, weiß ich noch nicht so. Du, ich sag dir was, da unten schaut es relativ schütter aus. Also ich sehe wunderschönes, klares Wasser, aber kein einziger Fisch. Wie lange sitzen wir jetzt hier? Ja, es hat was Meditatives. Nein, es hat tatsächlich was Meditatives und ich würde freiwillig nie auf die Idee kommen, tatsächlich zu angeln. Machst du nur für mich. Aber genau, auf den Malediven habe ich gedacht, ich probiere es mal, weil es gibt so viele Fische im Wasser, da muss doch auch mir einer an den Haken gehen. Da kommt wirklich was. Guck mal, siehst du den? Da kommt richtig dicker, großer Fisch. Da, ja, schau. Das ist ein Riesenfisch. Und da sehen wir schon. Unglaublich. Wir haben etwas an die Angel gekriegt. So, jetzt guck ich mal. Was ist das für ein Fisch? Egal, wir kochen alles, oder? So, Tim, wir haben geerntet Zitronengras und Koriander im Garten. Wir waren im Mushroom Hut. Die züchten ja hier ihre eigenen Schwammerl. Haben ein paar Pilze geholt. Wir haben unglaublicherweise einen Fisch gefangen. Hätte mir nie gedacht, dass du das schaffst, ganz ehrlich. Ich fühle mich auch so als Angel-Superstar der Malediven. Genau, wir fangen an. Wir brauchen zu dem gedämpften Fisch und der Sake Beurre Blanc, also der gebutterten Reduktionssoße, ein Geflügelfond. Und ich habe das immer gerne, das schnell zu kochen. Das heißt, wir nehmen relativ viel Zutaten und relativ wenig Flüssigkeit. Ja. Wenn man es dann auskocht, hat man einfach viel, viel schneller Geschmack. Was ich einfach für extrem effizient halte. Und wir nehmen nie Knochen, um Fonds zu kochen, sondern wo so die Zeiten von BSE waren und es darum ging, Jus nicht mehr aus Knochen zu kochen, kam ich irgendwann darauf mal zu fragen, was ist denn Jus überhaupt? Und das heißt auf Deutsch übersetzt Fleischsaft. Und dann war mir nicht klar, warum ich einen Fleischsaft aus Knochen kochen soll. Und das Zweite, was ganz toll ist, weil wir brauchen jede Woche so circa 60 Kilo Fleisch, um unsere Fonds und Soßen zu kochen, dass wir es gleich weiterverarbeiten können. Also das heißt, zu Hause kann man aus dem Geflügel, aus dem Gemüse schnell mit ein bisschen Currypaste, wenn wir in den Malediven bleiben wollen, ein Curry kochen und schmeißt das nicht weg und hat auch noch den Fond. Und wie lange kocht der jetzt, wenn du sagst schnell? Der sollte eigentlich so in 5-6 Minuten so sein, dass er genug Zug hat und Schmack hat. Das schmeckt und nach was dann? Ja. Ich habe kürzlich einen Fond gekocht für 9 Stunden. Das ist ja auch nicht verkehrt, also gar keine Frage. Nur ich bin da tatsächlich eher so der Chinese oder Japaner. Das heißt, kurz was aufkochen, dann abpassieren und mit dem Fond weiterarbeiten. Was haben wir jetzt hier genau drinnen? Wir haben einen Hühnerschenkel. Genau, wir haben Hühnerschenkel ober-unter. Entbeint. Schenkel, genau, schon entbeint. Und ich nehme mal relativ viel Gemüse für Fonds. Auch gerne tatsächlich immer Pilze dazu und erstmal pures Salz, um so ein reines Aroma zu kriegen. Das heißt Karotten, Lauch, Schwammerl, mehr ist da jetzt Zwiebeln. Zwiebeln auch.
Ich tue die Zwiebel immer anbraten vorher. Ja, das habe ich auch irgendwann mal, also habe ich mal gelernt, mache ich alles nicht mehr. Ich bin relativ einfach bei den Fonds, bin ich sehr simpel, sehr schnell, sehr direkt. Ich aromatisiere dann später. Eine Beurre Blanc ist eine klassische französische Zubereitung, also eine klassisch französische Sauce. An die ich mich natürlich wieder nicht, genau, an die ich mich natürlich wieder nicht halte. Aber ich finde den Begriff Beurre Blanc schön. Ich mag Butter, ja. Habe ich schon immer gerne gehabt. Und in dem Fall, bei einer Beurre Blanc ist es ja eigentlich so, dass du reduzierst einen Fond, aber auch immer eine Säure oder einen Wein und das dann so einkochst, dass es schon eine leicht gebundene Konsistenz hat als klarer Fond und rührst dann nur noch die Butter rein. Das heißt, 3/4 wird wegreduziert ungefähr. Mindestens. Es bleibt nur meine Essenz übrig. Und das machen wir halt nicht, ja. Weil ich finde, dass wenn man zu viel verkocht, auch das kommt wieder aus der chinesischen Küche, die französische reduziert immer ein und du hast sowas Lackiertes, sehr Dichtes, das kann hinhauen, in meiner Küche haut es nicht hin. Ich brauche immer die klaren Fonds, eher ein feineres Aroma und deswegen, wenn ich den Geschmack erreicht habe, dann binde ich es immer ganz leicht mit Stärke. Du bist, glaube ich, ein sehr akkurater Mensch, oder? Wenn ich mir das anschaue, was du hier vorbereitet hast, das ist alles allein wie dein Messer hier liegt. Sehr preußisch. Nee, ich versuche halt, wo ich am Anfang meiner Karriere war, war ich leider völlig disziplinlos. Hatte keine Ahnung, was es bedeutet, wenn es 8 Uhr war, um 8 Uhr da zu sein, sondern ich bin dann irgendwann am Vormittag gekommen. Ich habe mich an nichts gehalten und das geht in der Küche nicht. Und ich habe mir dann eine eigene Disziplin und eine Struktur auferlegt, nach der ich funktioniere. Und das ist halt, dass alles immer sehr exakt, sehr sauber ist. Das ist so meine Basis. Wenn die steht, dann kann ich auch kreativ werden. Wenn das nicht steht, dann funktioniert nichts. Im Privatleben ist das leider sehr unangenehm, weil bei mir alles nach Farben geordnet ist, alles hat seinen Platz. Das wollte ich gerade fragen. Nicht nur im Berufsleben, auch im Privatleben bist du so akkurat. Das heißt, da hängt eine dunkelblaue Tim Raue Uniform neben der anderen und wage es nicht, ein weißes Hemd dazwischen zu hängen. Ja, das ist allgemein auch in meinen Küchen. Jede Flasche hat ihren Platz. Ja. Und wenn das irgendjemand verschiebt, dann sehe ich das sofort, gehe hin und schiebe es 3 mm zurück. Wie kommt deine Frau damit zurecht? Weil das ist ja nicht jedermanns Sache, so dermaßen genau alles zu sortieren und so zu halten vor allem. Wir haben das relativ einfach bei uns aufgeteilt. Ich bin Hausmann und sie lebt in dem Haushalt. Du bist zuständig für die Küche, den Kühlschrank. Sowieso für Aufräumen, Ordnung, Sauberkeit. Wirklich? Das ist, ja, da das bin ist ich, wahnsinnig praktisch, finde ich. Genau. Vielleicht könntest du mal meine Mankari ein bisschen ins Gebet nehmen. Das hätte ich sehr gern, weil er ist genau das Gegenteil. Du meinst so eine kurze Übungsstunde machen? Ein kurzes Tutorial, wie man ein bisschen... Da sind wir jetzt schon. Sind wir schon da? Ja. Wahnsinn, das waren jetzt 5 Minuten. Ja, das geht rasend schnell, wie gesagt. So, jetzt gießen wir das ab. Soll ich dir das Sieb halten? Man sieht jetzt auch zum Beispiel, das Eiweiß hat aufgeschäumt. Ne? Man lernt, dann in der Schule, und da gibt es jetzt ganz bestimmt so Klugscheißer, die sich das angucken, Berufsschullehrer, die sagen, ja, wir müssten das aber noch abschäumen. So, ja klar, müssen wir alles, wäre alles schön. Aber wir brauchen eh keinen klaren Fond, sondern wir binden es nachher. Wir haben die Butter da drin, wir haben Trübstoffe drin. Und auch Trübstoff ist Geschmack. Und da Geschmack für mich das absolute Ein und Alles ist. Also bei mir geht es nicht nur um das beste Produkt, das ist selbstverständlich, sondern meine Gerichte leben immer durch die Geschmackswelt. Ist Geschmack für mich das alleroberste Gut. Das lassen wir jetzt ein bisschen einkochen. Das lassen wir aber wirklich auch, das ist relativ schnell da, wo es sein soll. Wir geben Sake dazu. Ja. Das ist eine ganz eigene, unfassbar komplexe Welt. Ich habe mit Sake immer so ein bisschen am Anfang gefremdelt, weil ich finde, dass gerade billige Sake haben immer so einen Touch Katzenpisse. Und das kann ein Sauvignon Blanc auch haben, aber es macht mir keinen Spaß. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und hier ist eigentlich nur wichtig, dass man selber einen Geschmack für sich findet, der einem gefällt. Ich gebe da ein bisschen was dazu. Bisschen ordentlich was? Ja, weil es verkocht und es hat halt ein ganz eigenes Geschmacksmuster. Das leicht Hefige bleibt eben drinnen, ja. Aber macht sofort Freude. Wenn du heute zurückblickst, bist du die richtigen Wege gegangen, die richtigen Abzweigungen genommen? Ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt und ich bin so dankbar dafür. Der Anfang war nicht so einfach, aber wo ich dann mit 17 in die Ausbildung gegangen bin als Koch, das hat mir unglaublich viel gegeben. Ich hatte viel Aggression, viel Wut und auch viel Frustration bis dato erlebt und habe das dann kanalisieren können und ins Kochen packen können. Und in eine Systematik. Ich glaube, wenn ein Mensch ein bisschen verloren ist, braucht er System und Ordnung. Ich habe jeden Euro, jede Mark, die ich verdient habe, bis ich
35 war, darin investiert, mir Kochbücher zu kaufen, zu Kollegen zu fahren. Ich habe den Gummiot auswendig gelesen, tatsächlich immer wieder. Sehr brav. Ganz, ganz wichtig. Natürlich, weil du dann auch mitnimmst, was machen die anderen, wo geht der Weg hin, wo findest du dich selber? Und das war die größte Herausforderung. Und da habe ich dann tatsächlich auch gebraucht bis Mitte 30, bis ich mir selber sagen konnte, was will ich eigentlich? Also wer bin ich? Und ich möchte mit Kochen meine Persönlichkeit auf den Teller bringen und habe mich dann auch erst getraut, diese asiatische Richtung einzuschlagen. Mit 35? 32. Mit 32, ja. So, jetzt haben wir hier Limette reingegeben. Saft von einer Limette. Ja, wir sind relativ intensiv. Mm. Das heißt aber auch... Und dieser Sake ist schon so gut integriert. Ja, das geht relativ flott. Und deswegen können wir den Spaß jetzt auch abbinden. Du hast jetzt hier Kartoffelstärke genommen, mit, einfach mit kaltem Wasser. Einfach mit kaltem Wasser ein bisschen angerührt. Wie viel war das, Stärke? Das waren so 2 Esslöffelchen. Also das finde ich jetzt sehr Tim Raue-artig. Es ist eine Explosion im Mund. Also dum, 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 dum. Mein erster Eindruck war, es ist zu viel Salz. Wir haben es aber gar nicht gesalzen, es war nur der Fond, richtig? Genau, das war der Fond. Ist aber sehr konzentriert. Absolut. Wir werden aber den Fisch nachher tatsächlich nicht salzen, sondern die... Nur die Beurre Blanc. Die Beurre Blanc wird das Würzen übernehmen. Also, jetzt machen wir einen Salat aus grüner Mango. Genau, das sind unreife Mangos. Die bekommt man relativ problemlos im Asia-Shop. Und weil also schneidest das mit dem Sparschäler jetzt schon in dünne Streifen? Genau, und weil ich relativ pragmatischer Mensch bin, versuche ich immer, keine Arbeiten doppelt oder dreifach zu machen. Sehr sympathisch. Er kostet gern. Er versucht, so wenig wie möglich zu arbeiten. Ja. Du bist mir immer sympathischer, Tim. Das ist bei meinem Pensum immer vorteilhaft, wenn man effizient ist. Und er hat einen Fisch gefangen. Ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist schon wieder was. Wer hätte das gedacht? Wir sind eigentlich damit schon relativ gut beisammen. Der Salat ist fertig. Ja, nahezu. Man kann hier dann auch ganz schön basteln. Und jetzt marinieren wir den, beziehungsweise geben noch das dazu, was wir brauchen. Zitronengras. Yippie-yay. So, dann habe ich was, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Reisessig. Marokkan-Reisessig. Marokkan ist meine absolute Lieblingssorte. Hast du deinen Löffel da? Ja, sicher. Immer dabei. Nach dem Zeug bin ich tatsächlich süchtig. Das hat so ein ganz geiles, süße Säureverhältnis. Ja, es ist nämlich süß. Ich habe einen Reisessig zu Hause, der schmeckt ganz anders. Wir importieren den. Marokkan. Den bekomme ich aber nicht ganz normal im Handel. Nee. Der ist relativ schwierig zu bekommen. Online natürlich geht sowas immer. Ja. Wir nehmen die Light-Variante. Dann haben wir noch was, was ganz wichtig ist. Wir verarbeiten in unserer Küche, ich gebe dir mal nicht zu viel, Chili. Spice. Wir haben über 20 unterschiedliche Chili-Zutaten. Das ist ein Gel, also ein Sirup gekocht aus Palmzucker und grünen Thai-Chilis. Dann war es im Endeffekt so, dass wir es rühren können, beziehungsweise gucken können, dass wir so ein bisschen Röllchen davon formen. So, das, was wir da heute geangelt haben, heißt bei den Freunden hier Jobfish. Ist es eine Art Makrele? Ja, ist so ein bisschen Makrele, aber auch ein bisschen Seebarsch, also eine Mischung aus beiden. Du hast es jetzt irgendwie mit Öl benetzt. Genau, und zwar habe ich mitgebracht aus Berlin unser Zitronenöl. Aha. Wir brauchen relativ viel davon. Und das geben wir jetzt in einen Dämpfer, so wie es ist. Das brauchen wir nur jetzt nur noch einen Dämpfer zu geben und nach ca. 3 Minuten sind wir fertig. Okay, das ist jetzt wirklich ein Profigerät. Huhu! Es ist eh nicht warm hier auf den Malediven. Nein, können wir ruhig ein bisschen heißes Wasser dampfen. Ja, im Endeffekt ist das die Abkühlung, die man hier in der Küche hat. Aha, hast du was gekostet? Finger weg. Ich habe nichts gekostet. Ich war ein bisschen geschockt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil du nicht mitgeholfen hast? Nein, weil ich das gesehen habe und gesehen habe, dass da nicht mehr sehr viel drin ist. Ja, die war voll, wie wir gekommen sind. Nein, die war nicht. Nein, da ist nur noch ein bisschen drin, weil wir am Schluss jetzt noch mal einen Schuss Sake tatsächlich an die Beurre Blanc rangeben. Ja. Es gibt kaum einen ordentlicheren Menschen als den Tim und er ist zu Hause der Hausmann. Ja. Er macht alles. Ja und ja eh. Was heißt das? Okay, du hast nicht mitgeholfen. Du hast und du lügst hemmungslos. Das Essen ist gestrichen. Du hast nicht den besten Ruf hier, muss ich dir sagen, was Ordnung und Sauberkeit also angeht. Auch der Kameramann gegen mich. Alle. Das Personal hier, alle. Ja. Ja.
Man sieht jetzt hier bei dem Fisch, wie das Eiweiß anfängt zu gerinnen und zu degenerieren. Und da weiß man dann, er wird jetzt zu heiß. Mhm. Also ist jetzt noch wenn so. Wenn das Eiweiß austritt, dann ist der Fisch zu heiß. Ja, und damit auch fertig. So. Boah, das schaut schön aus. Auf dem blauen Teller auch dazu, das passt super. Schaut super aus und das kosten wir jetzt. Sollen wir ein bisschen rausgehen in den Sonnenuntergang und das gemeinsam essen? So, Tim, das haben wir uns jetzt verdient. Ja, danke für die herrliche Kochschule. Ich habe zu danken, es hat echt Spaß gemacht. Dass wir uns hier auf den Malediven sehen, ich meine, das ist natürlich noch ein Upgrade meines Kochkurses bei dir. Ehrlicherweise habe ich in Wien noch nie so schön am Wasser gesessen, aber das stimmt. Vielleicht fehlt mir da auch was. Ach Gott, ein Glas Weißwein und jetzt essen wir dieses herrliche Gericht hier. Wo ist eigentlich der Kari geblieben? Du, das mit dem Hausmann hat irrsinnig gut funktioniert. Der steht in der Küche und putzt. Lass ihn nur machen.